Wir haben bisher den Typ eines holomiktischen, dimiktischen Sees kennengelernt, aber es gibt noch andere Mischungstypen. Man findet auch amiktische Seen, das heißt Wasserkörper, die sich niemals mischen können. Da braucht sie doch eine ganzjährige Eisbedeckung. Man hat hier durch diesen Deckel auch eine sehr, sehr geringe Temperaturvariation. Meist kommt die Wärme dann direkt durch eine transparente Eisdecke, wie wir sie im speziellen Fall in der Antarktis finden. Kaltmonomiktische Seen, das heißt, wir finden diese Seen als einmal mischend. Das heißt, die Wassertemperatur ist immer unter 4 Grad Celsius, außer natürlich am Seegrund, wo wir diese dichte Anomalie des Wassers finden. Und die Zirkulationsperiode ist im Sommer bei ca. 4 Grad in der Arktis bzw. im Hochgebirge. Das heißt, diese Phase, wo Temperaturänderungen im Sinne einer Erwärmung stattfinden können, sind sehr, sehr kurz. Dimiktische Seen, wie bereits erwähnt, sind speziell jetzt bei uns der Fall, welche im Frühjahr und im Herbst mischen. Es gibt jedoch auch warmmonomiktische Seen, wo die Wassertemperatur niemals unter 4 Grad geht. Die Zirkulationsphase ist dann meistens im Winter und im Sommer haben wir diese direkte Schichtung. Zu finden sind diese in warmen, ozeanisch temperierten Klimaten. Oligomiktische Seen, das heißt, wir haben sehr unregelmäßige Intervalle, also oligo im Sinne von wenig mischend. Das heißt, die Temperaturen liegen über 4 Grad Celsius, vor allem zu finden bei tropischen Seen, wo wir seltene Mischungsphasen finden. Es gibt auch polymiktische Seen, die häufig oder ständig zirkulieren. Das heißt, wir können zum Beispiel bei tropischen Hochgebirgsseen, wo wir sehr extreme Temperaturänderungen und sehr rasche Änderungen finden, speziell in den Tropen finden. Beziehungsweise warmpolymiktische eben auch speziell bei Tropenseen zu sehen. Die Mischungstypen kann man etwas ableiten wie bei einem Entscheidungsbaum und die darüber liegende Frage ist, hat dieser See eine Eisbedeckung? Ja, nein. Das heißt, dann findet hier eine Durchmischung im Jahr statt oder eine zweimalige. Wenn wir eine Erwärmung über 4 Grad haben, ist es kaltmonomiktisch. Und so kann man sich weiterhandeln an diesem Entscheidungsbaum und somit diese Mischungstypen rekonstruieren. Als aktuelles Beispiel des Temperaturregimes möchte ich gerne den Schwarze Obsölden darstellen. Der Schwarze Obsölden befindet sich im Ötztal auf 2800 Metern. Und hier sind die Juli-Lufttemperaturen dargestellt. Und Sie sehen hier diesen Anstieg über die Jahre hinweg, was sich dann auch auf die Wassertemperatur natürlich auswirkt. Der Schwarze Obsölden hat Jahre gehabt, wo er niemals seine Eisbedeckung verloren hat. Dieses Phänomen findet man heute nicht mehr. Die Wassertemperatur eben zeigt hier einen stetigen Trend nach oben. Das heißt, sie steigt im Mittel von unter 7 Grad auf weit über 7 Grad an und es ist immer noch ein steigender Trend. Die epilimnischen Sommertemperaturen sind ebenfalls angestiegen und dieser Trend findet sich hauptsächlich oder findet sich bei sehr, sehr vielen Seen, was sich natürlich auch auf die Lebensgemeinschaften auswirkt und ihre Lebensbedingungen. Wir haben hier zum Beispiel 1972 noch eine Temperatur von 16 Grad. Im Jahre 2000 haben wir im Metalimnion Temperatur von 14 Grad und in diesem extrem warmen Sommer von 2003 sind wir fast auf 22 Grad gestiegen.
Die Eisbedeckungsphase betrifft dieser Temperaturanstieg natürlich auch sehr stark. Das heißt, wir haben eine Eisbedeckungsdauer gehabt von ca. 140 Tagen bis 1965 und nun bis zum Jahr 2007, wie es beobachtet wurde, sind wir auf ca. 100 Tagen pro Jahr. Und die Eisbedeckung wirkt sich dann natürlich auch auf das Lichtregime aus, auf die Photosyntheseaktivität von Organismen und somit auf die gesamten Wasserorganismen. Hier zum Beispiel die Temperaturen eines Wasserkörpers über die Dezembertemperaturen. Und hier kann man auch erkennen, wie sich jetzt diese Temperaturen aufheizen oder erwärmen. Zum Beispiel im Dezember finden wir sehr viel wärmere Temperaturen an der Oberfläche und dies hat natürlich auch Implikationen auf den Sauerstoffgehalt. Wenn wir diese Mischungstypen nun auf verschiedene Breiten- und Höhenlagen sehen, dann finden wir hier hauptsächlich, also in großen Höhen, finden wir zum Teil polymiktische Seen, jedoch, wie Sie hier sehen können, in der geografischen Breite hauptsächlich in den Tropen. Wenn wir mehr in Richtung Polargebiete gehen, dann sieht man hauptsächlich amiktische Typen, weil diese ja das ganze Jahr mit Eis belegt sind, beziehungsweise maximal kaltmonomiktisch bestehen können. In der geografischen Breite von Mitteleuropa finden wir, wie in dieser Grafik zu sehen, hauptsächlich die dimiktischen Typen.